Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Wort. Begrüße Sie alle hier heute Mittag auch aus mit lieben Grüßen aus dem Ruhrgebiet. Freue mich über diese Einladung sehr und darf mich Ihnen ganz kurz vorstellen. Ich bin Bürgermeisterin in Bochum, einer Stadt im Ruhrgebiet zwischen den beiden wunderbaren Städten, wo auch unsere Oberbürgermeister vertreten sind, Ulrich Siere aus Dortmund und meinem Nachbarn Thomas Geißel aus Düsseldorf. Also eine Stadt im Herzen von Nordrhein-Westfalen. Unsere Bürgerinnen und Bürger umfassen circa 370.000 Menschen. Also sind wir schon eine recht große Stadt mit einer bunten Vielfalt von Menschen und Entwicklungen. Ich habe mir überlegt und abgewogen, ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist, so zum Ende einer solch großen, wichtigen und interessanten Konferenz zu sprechen. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein Vorteil ist. Denn vieles wurde gesagt, dem ich mich anschließen kann und mit Nuancen Ihre Aussagen, Ihre Visionen, Ihre Problembeschreibungen auch mittragen kann. Das alles brauche ich dann nicht zu wiederholen und das möchte ich auch nicht. Ich würde gerne für mich und ich hoffe für Sie zusammenfassen, mit welchem Verständnis ich und Sie hier vielleicht hergekommen sind. Und das ist in der Tat, ohne Papst Franziskus diesen Titel in irgendeiner Weise streitig machen zu wollen, das ist in der Tat der Gedanke, dass wir hier alle Brückenbauerinnen und Brückenbauer sind. In unseren Städten, in unseren Bundesländern, in Deutschland und in Europa. Und dass wir uns als Brückenbauerinnen und als Brückenbauer verstehen für eine Gesellschaft, ein Leben von Toleranz, Respekt, Mitgefühl und Nächstenliebe. Und uns alle, und das ist das Allerwichtigste, glaube ich, zur Zeit, und wir leben es ja mit Erschrecken so hautnah, gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus und gegen Faschismus, uns gemeinsam zu wehren. Und dazu bietet die Konferenz, denke ich, einen sehr, sehr geeigneten Rahmen. In Bochum leben von den 370.000 Frauen und Männern inzwischen rund 6.000 Flüchtlinge. Ich beziehe mich auf diesen Personenkreis, weil Integration für Menschen mit und ohne Integrationshintergrund nun schon ein jahrzehntelanges Geschäft gerade der Kommunen ist und insbesondere auch mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalens bestehen in allen Städten sehr sinnvolle und wichtige Einrichtungen wie die kommunalen Integrationszentren, die versuchen mit vielen, vielen Möglichkeiten die Menschen in unserem Gemeinwesen Kommune zusammenzuführen. Ich denke, das ist im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gelungen. Und trotzdem sehe ich noch viele, viele Problemlagen, die es zu lösen gilt. Und bis vor 2-3 Jahren diese Krise der Welt uns mit den Menschen in Krisen dieser Welt erreicht hat, waren wir vielleicht sogar schon ein bisschen eingebettet in eine gewisse Zufriedenheit, in einen Optimismus, ja in aktuelles politisches, lokales Handeln, dass wir diese Gesellschaft zusammenbringen können und zusammenhalten können. Ich sage für Bochum, dass wir mit dem Zeitpunkt, als uns die Flüchtlingswelle erreicht hatte, völlig hilflos und überfordert waren. Und zwar nicht, weil wir völlig unvorbereitet waren, nur weil die Geschwindigkeit und die Menge der Menschen, die zu uns kamen, mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen tatsächlich ein Problem dargestellt hat, was es ja doch relativ rasch zu lösen galt. Und das ist sicherlich in der ersten Zeit wirklich nicht gelungen. Die Beschreibungen der Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Städten Europas sind da ja deckungsgleich. Für Bochum in Zahlen hat das geheißen, wir haben in den letzten Monaten, Jahren, manchmal eine Situation gehabt, dass wöchentlich zwischen 150 und 200 Menschen nach Bochum kamen.
einfach dort standen, Unterkunft brauchten, Essen brauchten, Betreuung brauchten, Hilfe brauchten. Und von den jetzt 5.500 Flüchtlingen waren davon alleine über 2.000 Kinder, von denen wir wissen, mit welch traumatischen Erfahrungen die Kinder in ganz anderer Form eben verarbeiten, wir auf diese Menschen zugehen mussten. Und wir haben zu dieser Zeit tatsächlich nur Notlösungen gefunden. Wir konnten diesen Menschen keine Wohnungen, keinen Kindergartenplatz, keinen Schulplatz, manchmal noch nicht mal das richtige Essen anbieten, sondern wir mussten zu ganz vielen Notlösungen greifen und Zwischenlösungen anbieten. Und das Schlimmste, was so aus meiner Erfahrung zu schildern ist, ist dabei, dass wir sowohl sowohl den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt abgefordert haben und weggenommen haben, wenn wir Flüchtlinge, Familien mit Kindern in Turnhallen unterbringen mussten, nur als kleines Beispiel. Dieses haben wir sicherlich in den letzten Monaten, weil sich der Zustrom ja auch verlangsamt hat, haben wir recht gut geschafft zu lösen. Ich würde wirklich sagen, wir sind auf einem guten Weg, auch in der Vielfalt der Menschen, die zu uns kommen, denn es sind Jugendliche, es sind junge Leute, es sind junge Männer, es sind Alleinerziehende, es sind Familien. Aber ich will an der Stelle, weil ich vielleicht auch in meiner hauptamtlichen Funktion als Frauenbeauftragte der Stadt Gelsenkirchen das Thema noch verdoppeln könnte, was Problemarmut angeht, es sind auch ganz viele Frauen mit Kindern und Frauen alleine. Und ich hoffe sehr, aber ich bin auch nach den Beiträgen überzeugt, dass sich dieser Blick der Kommunalen, der Politikerinnen und Politiker, der Bürgerinnen und Bürger auch auf diese Zielgruppe besonders spezialisiert hat und gerade Kindern und Frauen in unseren Städten auch Anspruch auf besonderen Schutz haben, denn wir wissen auch, dass gerade in diesen schwierigen Strukturen Übergriffe, körperliche, sexuelle Übergriffe durchaus eine wichtige Rolle spielen, so wie sie das natürlich im Rahmen unseres Alltags in auch nicht ausländischen Familien, wenn ich nur das Stichwort häusliche Gewalt nenne, auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Nur man muss nochmal einen ganz besonderen Blick auf diese Zielgruppe richten und mit ihnen auch ganz besondere Möglichkeiten und Hilfestellungen abklopfen. Wenn ich sage, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dann meine ich, dass wir es geschafft haben, eine zentrale Anlaufstelle anzubieten, wo alles einfach viel zügiger, viel besser, viel geordneter, viel nachvollziehbarer auch für die Menschen, die zu uns kommen, abgewickelt werden kann. Und wir wissen sicherlich alle inzwischen, was wichtig ist, aber wir haben auch gelernt, was machbar ist. Und alles, was wir wichtig finden, ist nicht immer, zumindest nicht sofort machbar. Daran müssen wir noch arbeiten, da müssen sich auch die Rahmenbedingungen, auf die gerade die Kommunen, das ist von vielen Kolleginnen und Kollegen hier schon zu Recht angesprochen worden, verlassen können. Auch auf finanzielle Hilfe. Im Ruhrgebiet sagt man, vielleicht bei Ihnen auch, auch im besten Falle ohne Moos nichts los. Es müssen also Strukturen geschaffen werden, um all da diese Anstrengungen, die die Kommunen jetzt auch versuchen umzusetzen, zur Realität werden zu lassen und damit zum wichtigen Ziel zu kommen, nämlich tatsächlich einer integrierten, einer sich respektierenden, einer toleranten Gesellschaft in den Kommunen, wo ja in ganz besonderer Weise das Zusammenleben der Menschen sich darstellt. Ich sage nochmal, wie viele von Ihnen auch, einen ganz besonderen Dank und einen hohen Respekt an die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte, an die Organisationen, die sich in ganz besonderer und vielfältiger Weise eingebracht haben. Und wenn es mal um Standorte für Containerdörfer ging, war manchmal der Unmut im Vorfeld groß und die Resonanz, nachdem die Menschen dort waren, Entschuldigung, ganz, ganz positiv. Ich hoffe, wir alle sind darauf vorbereitet, besser vorbereitet, gut vorbereitet, dass die Krisen der Welt, die ja nicht aufhören und die weiterhin
wahrscheinlich dazu beitragen, dass wir weiterhin für Menschen, die vor Gewalt, Krieg und ähnlichen schrecklichen Dingen fliehen müssen und zu uns kommen, dass wir sie aufnehmen und für sie da sind. Und ich möchte mich auch in einem meiner Lieblingsländer, Italien, beim Staat Italien, wie bei dem Vatikan bedanken, für die ganz große Integrationsleistung, die sie vollbracht haben, was man ja nicht für alle europäischen Staaten unisono behaupten kann. Ich möchte und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Europa wieder ein Europa der Solidarität wird, ein Europa der Gemeinsamkeiten, und wir müssen alles daran tun, es auch in diesem Sinne zu verteidigen, denn nur mit diesem Europa haben wir die Chance, all die Probleme zu lösen, die anstehen und noch auf uns zukommen werden. Und ich bin Sozialdemokratin, und für Sozialdemokratinnen gilt, wenn es Probleme anzupacken und Lösungen zu suchen gilt, nicht wir schaffen das, sondern wir machen das und wir sind ins Gelingen verliebt. Vielen Dank und Glück auf Ihnen allen.